Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Alan Wake 2. Dann wollen wir mal weitermachen. Aber müssen wir nicht irgendwie. Na, Mr. Doe. Sie sehen sehr sympathisch aus. Ich habe noch nie zuvor eine Seite über Warlen Dor gesehen. Wo Nee. ist er? Eine Tür zwischen zwei Räumen befindet sich in beiden. Eine Tür, die überall hinführen kann. Diese Tür steht im Zentrum. Er herrscht über die Ströme der Realität. Es haben so viele Mächte ihre Finger im Spiel. Schwer zu sagen, wer wen verarscht. Ich öffne zu viele Türen. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich sehe es mir später an. In der Seite steht, wie er die Tür durchschreitet. Wie mache ich das? Der dunkle Ort hat viele Gesichter und Namen. Ein Spiegel, der alle möglichen Realitäten reflektiert. Die Familie Dor hat die Macht, zwischen den Realitäten zu reisen. Hier und überall. Wenn ich irgendwie aus diesem Albtraum entkomme, finde ich vielleicht einen Weg zurück nach Hause. Die Familie Dor. Ich habe ja. Ups, die Vermutung, dass sie ja seine Tochter ist, also kann sie es auch. Warlen Dor lief über die regenglatten Fliesen des Caldera Street Plaza. Der Regen schien ihn nicht zu berühren. Er hatte das Gefühl, dass seine Schritte beobachtet wurden, dokumentiert in der Geschichte. Er ließ es zu, dieses eine Mal, aus diesem einen Grund, um von seiner unwilligen Schülerin weitergegeben zu werden, um zur richtigen Zeit gelesen zu werden. Der Ozean, der der dunkle Ort war, nahm die Form von New York City an, gezeichnet aus der Gedankenwelt von Alan Wake, einerseits damit der Schriftsteller sich in seinem Gefängnis zurechtfand, andererseits um ihn zu quälen, während er darum kämpfte, den Weg nach draußen zu finden. Dor war nicht an die Regeln gebunden, wie Wake es war. Er kam und ging, wie es ihm beliebte. Vorerst unterhielt Dor die Fantasie des Schriftstellers, aus einem Grund, den nur er kannte. Am Rande des Plaza blieb er vor dem Tor zum Bauernhof stehen. Dort hing ein Plakat für seine Talkshow. Ein weiterer Teil von Wakes Fiktion. Er trat hindurch und wünschte sich, dass es ihn zum Parliament Tower Plaza bringen würde. Aber was beeinflusst wen jetzt? Beeinflusst er das oder wird er auch von der Geschichte beeinflusst? Hier waren wir auch schon. Recyceln wir Orte? Ist nicht schlimm. Macht ja, sage ich es auch schon, ergibt ja auch Sinn. Jetzt habe ich auch schon damit angefangen. Bitte nicht alle Orte recyceln, danke. Ne? Ich hab's geschafft. Ich muss zur Straße hoch und die Statue finden. Du hast mich ertrinken lassen! Du hast mich ertrinken. Das reicht. Da ist der Schuhkarton. Der Klicker. Und eine Art Kugel. Die Leuchte. Die Stimme am Telefon meinte, alles Nötige wäre im Portal. Wie ist der Klicker von Washington hierher gekommen? Das weiß ich nicht, aber es hat was damit zu tun. Hier rein.
Dankeschön. Oh, super. Oh, dankeschön. Love it. Ich dachte, es war in den Dings. Ja, ich habe die Karte nicht mehr, ne? Aber ich komme doch nicht in den Parliament Tower. Ja. Da muss ich nochmal nachgucken. Also ich meine, ich habe den Ort noch einigermaßen im Kopf, aber... ja. Ich weiß ja trotzdem nicht. Also ich dachte, ich muss zum Parliament Tower. Um rauszukommen auch. Aber, nö. Oh, ich wollte doch nicht erst hier Schwest anklicken. Ich wollte hier Dings ranklicken. So. Ja, ja. Ja. Ah, Münztelefon. Angeblich. Ja. So, wir sollten mal beinahe soweit sein. Hallo, Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen mir zuhören. Moment, woher wussten Sie, dass der Klicker dort ist? Das ist wichtig. Alan ist verwirrt. Ihm fehlt das Ende. Er braucht Ihre Hilfe bei der Fertigstellung der Geschichte. Es ist Wie Alice. Soll ich ihm von hier aus helfen? Es ist Alice. Okay. Ich bin im dunklen Ort. Wake ist in Washington. Ja. Ich konnte mich in den Übergängen mit ihm unterhalten. Mein Gedankenraum ist mächtiger, als ich je dachte. Ich kann versuchen, ihn zu kontaktieren. Ja. Alan. Wir müssen über das Ende reden. Saga. Was ist das? Mein Gedankenraum. Ich wollte schon mal mit Ihnen darüber reden. Aber jetzt verstehe ich alles besser. Sie haben auch Visionen? Ich dachte, es wären Ideen. Inspirationen. Sie sind real. Genau wie das hier. Ja. Ich wollte die Geschichte mit Ihnen wahr werden lassen. Also kommt das von uns beiden? Ja. Vielleicht können wir so in den Übergängen kommunizieren. Wir können das nutzen, um Scratch aufzuhalten. Zuerst brauche ich das Ende. Ja. Ach Mensch, das Kabel hängt dazwischen, deswegen kann ich nicht darüber. Also gibt es Probleme mit dem Ende? Ich habe das Ende nicht. Es muss perfekt sein, aber ich habe keine Zeit, es mir zu überlegen. Was soll ich nur tun? Mist. Tut mir leid. Diese ganze Sache ist ein Chaos. Einverstanden. Aber das werden wir noch hinkriegen. Was soll das heißen? Perfekt. Die Elemente des Endes müssen sich aus den vorherigen Teilen ergeben. Und leider ist es eine Horrorgeschichte. Ja. Sie müssen mir nicht sagen, dass es eine Horrorgeschichte ist. Okay. Damit es funktioniert, muss das Ende passen. In Horrorgeschichten gibt's nur Opfer und Monster. Es muss einen Weg geben, einen Helden einzuführen. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis zahlen. Ja. Das Ende muss also verdient sein und zur Geschichte passen. Ohne die nötigen Beweise gibt es keinen Fall. Nur so kann es Bestand haben.
Ja, das Gespräch hatten wir schon. Ich kann Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur sie. Wir müssen alle retten. Tja. Ich weiß, wie ich Casey retten kann. Er ist eine reale Person, die ich zu einer Figur gemacht habe. Er ist nicht meine Schöpfung, daher ist er kein Wirt für das Dunkel. Das kann ich ins Ende schreiben, damit das Ding aus ihm herauskommt. Okay. Wenn das Ende zur Geschichte passen muss, dann sehe ich das so. Return ist eine Geschichte über eine Geschichte, die wahr wird. Ich bin eine Figur in der Geschichte. Nicht nur eine Figur. Die Heldin. Okay, die Heldin. Daher musste ich durch die Hölle, um hier zu sein. Das ist mein Leben. Ich habe es verdient, der Geschichte zu entsteigen und das Ende zu verfassen. Ja, das machen wir. Hier und jetzt. Wir denken uns das Ende aus, das ich schreiben muss. Das ist nicht Scratchs Ende. Aber es ist auch nicht ihr Ende. Das ist unser Ende. Sie sind auch nicht der Einzige, der diese Dinge entscheidet. Ja, stimmt. Ich schaffe es nicht allein. Wenn ich schreibe, wird alles schlimmer. Sie haben dieses Ding damals besiegt, Alan. Und jetzt werden sie es wieder tun. Ah, besiegt würde ich nicht sagen. Sie und ich. Bringen wir es zu Ende. Ich würde nicht sagen, dass er es 2010 besiegt hat. Er hat es nur verzögert. Das Ende wird düster werden. So oder so. Je mehr Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Einer der Helden. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Scheiße. Tun wir es. Ganz sicher? Ja. Keine Zeit für was Besseres. Scratch ist jeden Moment hier. Das wird unser Ende. Hm. Ich hab den Klicker. Ich werde ihn zu Ihnen bringen. Ich mach die Seiten fertig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, na, ich weiß, dass das Ende nur noch aus Cutscenes besteht. Werde ich jetzt nochmal pausieren, damit ich dann fürs Schneiden dann, ne, wie vorhin auch schon gesagt, alles hab. Okay. Na, dann läuft das Schneiden halt besser. Ich muss meine Schritte zum Caldera Street Plaza zurückverfolgen. Ja, ich weiß. Ich gelangte durch den Brunnen zum dunklen Ort. Vielleicht kann ich ihn dort auch wieder verlassen. Wir müssen hier lang. Und wir sind kurz vorm Ende. Eieieiei. Ach, ich weiß doch, dass du das nicht denkst. Kannst du mal bitte die Tür öffnen? Na, ich habe gar keine Heilung, ne? Cool. Alan? Ja. Saga. Endlich. Ich hab's geschafft. Mhm. Davon haben wir gesprochen. Ich hab den Klicker und die Licht. Ich melde mich mal kurz ab, dann reden wir vielleicht nach den Credits weiter. Ich denke mal. Aber das muss ich machen. Fühlt sich an, als wäre ich ewig auf dieser Reise. Okay. Ich klick mich aus. Es muss hier enden. Diese Dunkelheit. Was unter der Oberfläche liegt, verschiebt sich jetzt. Das Schattenspiel. Ich tauche mein Gesicht in das Wasser ein. Er ist hier. Es ist furchtbar kalt. Am Spiegel der Oberfläche vorbei. Werde ich es sehen. Casey? Scratch! Yes! Oh,
zerreißende Licht der Wahrheit durchdringt für einen kurzen Moment die Schatten, enthüllt das Grauen. Und in diesem Moment der Stille wird die geflüsterte Botschaft endlich erhört. Erwachen müssen, indem wir stets an den Anfang zurückkehren. Die Erinnerungen ausgelöscht. Vielleicht ist es eine Erlösung, zu vergessen, nicht zu wissen, wenn wir die Schleife erneut durchlaufen.
Das ist nur für dich. Nachdem der Spuk begann, setzte ich mich mit einer Organisation in Verbindung, die sich mit Bright Falls beschäftigte. Ich ging in ihr Büro und dann passierte etwas. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mich plötzlich wieder erinnert. Und zwar, dass ich in diesem See gefangen war. Einem dunklen Ozean mit Echos von mir selbst, meinen Ängsten und meinen Fotos. In einer dunklen, einer Flut des Wahnsinns, dieselben Ereignisse und Bilder, die sich ständig wiederholten. Dann sah ich ein Licht. Dein Licht. Du tauchtest ein, als ich hinausschwamm. Du bist nicht ertrunken. Du versuchst immer noch herzukommen. Spuk ist nichts anderes. Ich kann dich sehen, weil ich auch schon da war. Ich beschloss, an den dunklen Ort zurückzukehren. Das ist der Grund für diese Ausstellung. Ich musste dich in die Irre führen, damit ich dich dorthin führen konnte, wo du sein musstest. Der einzige Weg aus deiner Schleife ist Zerstörung oder Aufstieg. Dunkelheit oder Licht. Die Zerstörung haben wir schon viele Male besprochen. Wir kommen nun immer und immer mehr zum Aufstieg. Es gibt hier keine Zeit. Du musst weiter die Schleife durchlaufen. Aber ich werde dir die Bilder zeigen, die du sehen musst. Und das Licht, das du sehen musst. Bis du bereit bist. Alan. Ich glaube, wir sind nah dran. Es ist keine Schleife, sondern eine Spirale. There was discord, misuse of words, and the wool over my eyes when I needed support to feel the burn, to lift me up to new heights. Sensation compelling, and I'm closer to the edge. Temptation. Who will pay the price, the lost or the
Thank you.
Thank you.
Ah, das war ein sehr krasses Ende. Ein bisschen habe ich damit gerechnet, dass das so in die Richtung geht, ein bisschen aber auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, die wären mutiger gewesen und hätten Alan sterben lassen. Aber ich kann es ihnen nicht verdenken. Na klar, gibt es irgendwann Alan Wake 3. Nachdem sie ja so mit Nightmare, den wollen wir nicht erwähnen. Na, aber der Teil hier ist halt einfach großartig. Und ja, ich kann auch verstehen, dass man Alan und Alice, auch wenn es eigentlich besser gewesen wäre, man hätte es sacken lassen und hätte gesagt, okay, sie sind wirklich tot. Sie in Ruhe frieren zu lassen. Natürlich will man sie wieder haben. Natürlich will man, dass sie die Spirale durchbrechen und dann irgendwie wieder rauskommen. Weil es ist ja keine Schleife, es ist eine Spirale. Nichtsdestotrotz, ja, gutes Spiel. Einfach richtig gutes Spiel. Ich hätte mir zwar gern eine physische Version gewünscht, die es leider nicht gab. Ich meine, ich hatte damals von der Xbox.